Diese Folge wird gesponsert von KinoKäsesoße.de. Du suchst geile Snacks und passende Dips und willst dabei noch ordentlich sparen? Dann schau dringend mal in die Videobeschreibung. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play TBC Classic. Yay, wir sind beim letzten Mal sehr authentisch weggerannt und wollen uns jetzt ans Sammeln von Eisen und Holz machen und hatten eigentlich was völlig anderes vor. Aber wir sind da so reingestolpert und haben dann direkt den, guckt euch das an, da räudigen Spawn abbekommen, ne? Der ist gerade umgefallen, zack, kam der nächste. Also, wenn wenigstens Eisen und Holz so schön spawnen würden. Oh, das tun sie. Ja, man muss nur mal so ein bisschen passiv-aggressiv nachfragen, oder? Ich möchte hier den Manager der Höllenorks sprechen und dann funktioniert das doch einwandfrei. Da müssen wir uns doch gar keinen Kopf machen. Leute, ich bin begeistert wie auch entgeistert. Ich bin gestriegelt und gebügelt, denn wir kommen ganz gut voran. Das ist schön. Ich bin noch nicht gestorben in der ersten Folge, weil ich gar nicht klar kam auf mein Positioning oder so. Und das ist natürlich immer erstmal von Vorteil. Wir haben keine Berufe, ne? Wir haben keine Berufe. Da muss ich sagen, finde ich die Berufsänderung gerade für Sammelberufe in den neueren Versionen deutlich geiler. Weil da lernst du das und dann fängst du quasi schon bei Null an, aber immer im Rahmen des Add-ons, ne? Wenn du dann sagst, okay, ich hatte mit diesem Twink noch nie einen Beruf, bin jetzt aber in den Shadowlands-Zonen, dann gehst du da eben zum Lehrer, lernst dann Kräuterkunde für Shadowlands und kannst kräutern. Und das bringt nicht nur ein bisschen EP, was ganz geil ist, sondern ist einfach nice. Ja, ich bin ja viel Twinker irgendwie, dann Twink Nummer 20 durch die Zonen peitschen, Kräuter mitnehmen, verticken, bam, du hast EP gemacht, du hast Kohle gemacht, ja. Es ist einfach nur wunderschön so und das finde ich super. Und damit kann ich auch überraschend gut leben. Andere sagen jetzt nein. Ich muss die Scheiße bis zum Geht nicht mehr grinden. Und das musste ich lernen, ne? Das musste ich wirklich lernen. Also ich erinnere mich an die Classic-Beta-Streams. Jo, der hat gekrittet, das wusste ich. Wandli, du kannst gerne wieder mitmachen. Let's go. Seht ihr, da wollte ich mir mal so ein Pet-Attack-Marco hier basteln. Als wir nämlich die ersten Classic-Beta-Streams hatten. Und Classic war ja nochmal dieser andere Hype, ne? Weil TBC hat sich ja recht wenig verändert, auch vom, ich sag mal, Design her und so weiter. Aber Classic, boah, seit Cutter, wenn man nicht gerade auf dem Privatserver war oder die eigene Screenshot-Sammlung durchgegangen ist, ne? Dann ist da der schon ein bisschen her. Mit allem, was es da so zu sehen gab. Und da waren echt viele Leute da. Ich habe dann eben sowas gesagt wie, boah, hier dieses ewige Gelaufe und 3 Stunden für eine Quest und jedes Mal hinsetzen und trinken nach dem Kampf, das ist sau langweilig, sau scheiße, ne? Das ist auch nicht schwer, das dauert einfach nur lange. Ja, gut, wenn das für dich schwer ist, dann have fun. Aber dann dachte ich so, ja, jetzt kommt die Welle der Zustimmung, ne? Und, Bro, der Spawn macht mich echt ein bisschen krank, wenn ich ehrlich bin. Ja, dann kamen aber Leute und meinten, Duhuan. Ja, und dann kamen aber auch Leute, die meinten, Bro, pass auf, ich erklär dir das, wenn du willst. Oh, das fand ich sehr interessant, denn neue Blickwinkel und erweiterter Horizont ist immer erstmal eine gute Sache. Und die meinten dann, ich mag das. Wir hatten dann diese tolle Quest im, lass mich lügen, im Dämmerwald. Ja, Morladim und so, ne, wo man in die Bibliothek von Stormwind und zurück und damals ja auch noch nicht so, ich sag mal, richtig ausgebaute Flugpunkte, ne. Oh, shit. Oh, shit, das ist gar nicht gut. Ich glaub, wir hauen nochmal ab. Wenn ich jetzt Aggro ziehe, dann dürfte das sehr bitter werden. Boy, der Spawn ist aber auch gerade richtig unbelohnt, oder? Come on, was zum Fick. Gut, dass wir schön ein paar Seelensplitter aufgebaut haben, ganz ehrlich. Schön die Rüstung noch mit rein. Seelensplitter ist trotzdem gedroppt, Ehre. Und ja, dann meinten die, ich mag das. Also ich mag das, wenn es so lang ist, ja. Wir redeten immer noch über WoW, Freunde. Und da haben die mir erklärt, wie schön das ist für die. Von dem Dunkelheim Dämmerwald rüber zum Friedhof zu flitzen, noch kein Flugpunkt da, zurück zu flitzen, Buch aus der Bibliothek in Stormwind zu holen, zurückzufliegen, wieder dahin zu laufen. Da meinten Leute einfach, ich habe da Spaß dran. Ja. Und sobald eben bei mir in meiner kleinen Gamer-Bubble jemand meint, ich habe da Spaß dran, da liegt es mir halt fern, ihm diesen Spaß zu versauen. Ja, ich schildere ihm dann gern meine Sicht so. Ich sag dann auch, Bro, pass auf, ich habe da gar keinen Bock drauf. Ja, ich krieg da Schreikrämpfe und Vietnam-Flashbacks, wenn ich nur dran denke. Aber wenn du jetzt sagst, ey, ich hab da Bock drauf, Bruder, das ist doch super geil, ey. Ich gönne dir deinen Spaß, ne, absolut. Und das muss ich erstmal lernen, dass Leute wirklich auf diese Art von Gameplay Bock haben, ja. Wo ich super, super happy einfach bin, dass das in dieser Form nicht mehr so vorhanden ist. Und ja, das war super interessant, diesen Blickwinkel zu erweitern.
Ja, es hat dann leider auch diese große Diskussion nach wie vor gegeben, so irgendwie, welche Version ist jetzt besser und welche ist schwerer, wo ich so denke, ja scheiße, auch der Hund drauf. Ne? Sicherlich kann man das doch irgendwie objektiv vergleichen. Das Problem dabei ist, die Versionen lassen sich sehr schwer objektiv vergleichen, weil das Gefühl zwei völlig andere Spiele sind mittlerweile. Ne? Mit, ich sag mal, auch der Spielergruppe, die sie ansprechen wollen und so weiter. Dennoch gibt es immer diese Diskussion und das hat das Wasser auch zwischen den, ich sag mal, Gamern so meines Gefühls nach sehr vergiftet, ne? Zwischen Retail und Classic so, weil natürlich dann auch, wie immer, die am lautesten schreien, die am unzufriedensten sind, ja, und die einfach in Ruhe zocken, die sind halt still so, die sind nicht im Forum oder auf Twitter oder ständig in irgendwelchen YouTube-Kommentaren. Man liest auch bei unseren lieben News-Sites eben nicht die Artikel von den freundlichen Gamern, die beide Versionen gerne spielen und allen den Spaß gönnen. Nein, man liest natürlich Sensationen, ja. Man liest Emotionen. Man ist ja Newsgeil in dieser Richtung, ja. Sensationstourismus, jetzt auch auf WoW-Websites. Von irgendwelchen Gilden in Classic, die ihre Member kicken und beleidigen, wenn sie Retail spielen. Dasselbe dann auch in der Retail-Version. Und, ja. Du hast Leute, die random in Streams reinkommen und rumschreien, Classic Beste, viel schwerer und einen Kleinkrieger auslösen, ja. Und, ach, das ist ein bisschen schade. Das ist ein bisschen schade, weil es könnte so einfach sein, aber es ist wie immer und überall. Ja, es sind halt wenige Leute, die diesen Stinkstiefel-Modus 24-7 fahren. Ich weiß nicht mal warum. Vermutlich haben die einfach Bock drauf oder sonst nichts zu tun. Ne? Die Quarantäne hat uns alle verändert, sage ich immer, Freunde. Dem einen ist die Decke mehr, dem anderen weniger auf den Kopf gefallen. Ne? Und ja, das ist einfach eine traurige Entwicklung. So, aber das haben wir überall. Überall schreien Leute rum und beleidigen und flamen. Und das hört sich dann so an, als wären die Masse. Weil einer so laut ist wie sonst 10. Aber es ist halt immer noch nur einer, ja, der so einen Krawall macht. Oh. Nach dem Motto, wer nicht schreit, bekommt auch keine Milch, sollte jeder irgendwann mal den Mund aufmachen und sei es nur, um zu sagen, du Heini, jetzt ist genug, jetzt halt doch mal die Fresse, ja, es juckt keinen. Oder du laberst Blödsinn oder einfach mal so ein freundliches Lost drunter kommentieren. Herrlich, egal in welcher Debatte. Gaming, Politik, scheißegal, ja. Oder ein anderes Beispiel, klar auch, wer schreibt denn mal im Internet, oh, heute kam aber mein Zug von der Deutschen Bahn pünktlich. Oder heute toll, Hermes, DHL, alles sauber geklappt, Paket angekommen, freundlicher Fahrer, alles super, na keiner. Aber was macht man, wenn irgendwas nicht hingehauen hat? Was macht man? Na, natürlich, man sucht am besten noch die Google-Rezension und schreibt noch was Blödes rein. Und sucht dann noch die Amazon-Seite, schreibt noch was Blödes rein, droht noch mit dem Anwalt oder wie auch immer. Ja, das sind doch so die klassischen Entwicklungen. Und was häuft sich dann natürlich bei solchen Fällen? Klar, die Negativität. Ne? Ist doch ganz logisch so. Und das ist eine schwierige Sache. Und ich glaube, da wurde über die Jahre auch einiges in der Wahrnehmung sehr verzerrt. Also da hat man ja gar keine Wahl. Ne? Weil wenn man dieses System jetzt mal weiterdenkt und guckt, wie lange wir das Internet mit diesen Strukturen schon haben, dann ist es eigentlich oder kann es nur so sein, dass ab einem bestimmten Punkt bei vielen Sachen ja, das Negative irgendwie überwiegt. Weil zum einen will man es ja lesen. Ne? Zum anderen kenne ich es von mir selber auch. Ich muss mich immer so ein bisschen überwinden, was Positives dann zu schreiben. Wozu denkt man sich? Ne? Kriege ich irgendwie Geld? Bin ich jetzt Produkttester? Oder? Es ist natürlich nicht immer und überall so, aber hin und wieder finde ich, sticht das schon in einem Ausmaß mittlerweile heraus, wo ich denke, Freunde, gefährlich. Gefährlich, ja, egal ob Gaming oder sonst was oder irgendein, was weiß ich nicht, Wasserspender bei Amazon, ja, sucht's euch aus. Verrückte Sache. Und das ist schön, dass wir im TBC sind, denn damals hat man sich da gar keine Gedanken drüber gemacht. Damals hatten wir Mogelpower, Spieletipps und die Mob-Map, ne? Und das war's dann. TS2 noch so, ein ICQ, ne? Hat man eine Runde Zopalula gespielt, wenn's mal nicht so lief. Und dann waren wir happy, ne? Da gab's noch nicht 30.000 Guides und 70.000 Blogger und Influencer und sonst was, wo ich ja leider auch in einem gewissen Rahmen zugehöre, ne? Gefällt mir gar nicht. Zumindest nicht diese Seite der Medaille, aber. Ja, wo Licht ist, ist auch Schatten, oder wie war das, ne? Am dunkelsten ist es immer kurz vor Sonnenaufgang, Freunde. Deswegen sollten wir, denke ich, alle immer versuchen, das Licht und nicht der Schatten zu sein und irgendwie Teil der Lösung und nicht Teil des Problems sein zu wollen, aber das ist auch manchmal schwer, ne? Ganz ehrlich, manchmal schaffe ich das auch selber nicht so. Ich will jetzt hier nicht den Oberlehrer mimen oder so, ne? Um Gottes Willen, ich scheiß auch selber häufig genug rein, aber zumindest sollte man gedanklich in der Lage sein, das dennoch richtig einzuordnen, ne? Zumindest will ich das immer mal versuchen. Jetzt würde ich aber gern versuchen, hier dämonische Runensteine zu sammeln. Aber irgendwie weiß ich noch nicht, wo ich anfangen möchte. Zumal ja, ich wollte es gerade sagen, die Patrouillen sicherlich gleich zurückkommen. Aber hier sieht's doch ganz gut aus.
Hier sieht's doch ganz gut aus. Da hinten konnte, glaube ich, immer ein Rare Mob patrouillieren. Ich bin mir 1000%ig sicher, dass der jetzt in diesem Moment nicht da ist. Und dann können wir doch hier mal loslegen, oder? Pass auf, ich buff nochmal nach. Einfach ein bisschen Mana wasten, weil ich zu faul war, nochmal abzumounten. Und dann geht das los hier. Schattenblitz und bevor der reinschlägt, jetzt bam, den Fluch drauf, Junge. Geil. Verringert Arkan, Feuer, Frost und Schattenwiderstand um 60 und erhöht den erlittenen Schaden um 8%. Oh, hält Wanli das aus? Ich hoffe, Wanli, du machst das. Pass auf, du kriegst das hin hier. Ich hau mal noch meine... Oh, shit. Oh, shit. Okay, dann sollten wir vielleicht ein bisschen was anderes probieren. Wie wär's denn mit dem Infernal? Let's go. Shit, ich werd so unterbrochen und stehe voll im Feuer. Boom, jetzt ist der Lehrwandler tot. Oh nein, Höllenbestie. Hol dir den hier. Hol dir den hier, let's go. Oh Gott. Oh no, Bro. Okay, scheint zu funktionieren. So halbwegs, wir müssen jetzt nur schneller sein als die beiden. Bevor sie unsere Höllenbestie töten. Komm schon. Noch ein Schattenblitz. Boah, kein Mana mehr. Oh nein, die Flammenwelle. Scheiße, Bro. Ah, damn. Ja, das war halt wieder unlucky mit dem Spawn. Das war halt sehr, sehr unlucky. Das habe ich im ersten Part gesagt, ne? Mit unserem guffeligen Boost-Gear hier. Können wir halt einen Scheiß machen. Oh, das hat einen Benutzeneffekt. Stellt Gesundheit wieder her. Geil. Und ein Gesu hätte uns maybe auch retten können, ne? Ah, Bro. Seelenstein, alles drauf. Ne, hätten wir die rasiert. Aber, tja, ich bin irgendwie eher davon ausgegangen, dass wenn ich das fucking Infernal ziehe, dass das alles Stunt weg aet, Aggro zieht. Aber ja, das hat jetzt nicht so gut funktioniert, leider, ne? Was hatten wir hier noch? Todesmantel. Eigentlich eine DK-Fähigkeit mittlerweile. Verursacht 400 Schattenschaden. Ziel läuft davon. Zaubernde heilt sich. Ja, das wäre auch ein guter Save gewesen. Ja, shit, ich ärgere mich. Mann, wenn ich mehr im Hexer drin gewesen wäre, ne? Eine Stunde Abklingzeit, holy hell. Dann hätten wir das noch easy managen können, aber bin ich nicht, Mann. Bin ich nicht. Das ist auch immer das Schlimme, oder egal in welcher Version. Ob man jetzt mit dem Main oder mit dem Twink irgendwie unterwegs ist so und rumpimmelt. Und man weiß, mit dem Main hätte ich das easy gemacht. Ja, weil ich hätte gewusst, wie viel kann ich aushalten. Wie funktioniert jetzt welche Fähigkeit? Was benutze ich? Wann soll ich rennen? Wann soll ich unterbrechen und nicht? Ja, und mit dem Twink stehst du da so, pulst drei Mobs und denkst dir, Miep? Und das fühle ich auf jeden Fall, diese Situation. Ja, wir müssen mehr aufpassen. Der Spawn ist brutal, die Patrouillen sind brutal und das ist halt echt kacke. Ja, aber wir sind leider nicht in Erbstücke gehüllt und da können wir uns was schenken. Wieso habe ich als Geist jetzt schon eine Agro-Anzeige, Leute? Beruhigt euch bitte. Ihr müsst euch alle dringend beruhigen. So, erstmal mache ich jetzt hier einen Seelenstein. Dann rufen wir, dachte ich, dann rufen wir Captain Blaue Wolke. Und dann wollte ich auch zum Dämonenlehrer und so nochmal gucken, ne? Da fragt mich nur nicht, wie wir da demnächst jetzt rankommen. Oder ob ich die Fähigkeit nur übersehen habe. Boah, das ist eh immer ganz schlimm, ne? Bei meinem Aufnahmerhythmus. So, wenn ihr jetzt einen Tipp gebt, dann sehe ich den vermutlich erst 3 Folgen später, weil ich die anderen schon vorproduziert habe. Das wird immer ein schwieriges Unterfangen sein, aber auch das kriegen wir hin. Leute, kommt Zeit, kommt Tipp und so. Wir erinnern uns. Erheblicher Gesundheitsstein, ja. Den haue ich mir mal mit rein. Und zwar anstelle des Seelenfeuers. Das packen wir da unten mit hin. Wäre eh nicht benutzen. Na, sowieso nicht. Und es ist auch nur einer. Mittlerweile hat das Ding ja 3 Aufladungen. Ne? Finde ich auch ganz geil. So Quality of Life Changes, Leute. Da sehe ich mich immer. Den holen wir uns jetzt, den Stinker. Das war aber auch eine beschissene Kampfposition gerade, oder? Das ist gar nicht die Schuld gewesen von meinem Guffelgear oder den Fähigkeiten. Das war einfach eine scheiß Position, wo ich nicht aufgepasst habe, weil ich mich wieder verlabert habe. Ja, meine größte Schwäche, Freunde. Aber was soll ich machen? Unser Wanli, der tankt ganz gut. Der Mob widersteht auch ganz gut. Das fuckt mich richtig ab, aber lange hat er nicht mehr. Achtung, jetzt. Boom, Junge. Schattenbrand. Feierabend. Kein Stein. Da ist ein Stein. Schön. Die sehen sogar noch aus wie, ja, heute in Shadowlands, muss man fast sagen. Aber hier hat sich halt super wenig verändert. Ne? Vielleicht ein bisschen was an den Dropraten und so. Aber sonst hält sich das mit den Änderungen auch sehr in Grenzen. Wanli, komm. Na, so ein bisschen hier die Schatten verzehren. Na klar, für die Leere. Du weißt, wie es läuft. Oh no, Bro, die Patrouillen wieder. Wir lassen Wanli noch einen Moment raggen. Und dann hoffen wir, dass er sich jetzt hier schön die Aggro holt. Boah, der wirkt einfach Mana-Brand. Oh boy. Das ist übrigens immer eine meiner liebsten Stories aus der Lore, ne? Diese Netherhunde, diese Teufelsjäger, die ja auch einen Hexer beschwören kann. Das ist so ein mega Unterschied in Lore und Gameplay, ne? Weil diese Tentakeln, die saugen wirklich Magie, die saugen wirklich Mana ab, ne? Und im Krieg der Ahnen hatten wir ja viele davon, ne, die Zersplitterung der Kontinente. Früher hatten wir ja nur einen großen Urkontinent, Kalimdor. In der Mitte dann der Brunnen der Ewigkeit, der ist dann explodiert, ne.
Und daraus wurde dann der Mahlstrom in der Mitte der Karte, wie wir ihn heute kennen. Und die Kontinente zersplitterten eben auch so durch diese Explosion. Ja, auch in dem Ausmaß, wie wir sie heute eben kennen von der Anordnung her, ne? Und ja, da hatten wir verschiedene Magiewirker. Ronin als mächtigen Magier, Malfurion als Druiden und so weiter und so fort. Ey, Stoffhandschuhe, geil, nehmen wir mit. Sehr nice, läuft bei uns. Ja, und wenn die mal als Heldencharaktere, die wir kennen und zum Teil lieben, wie auch sicherlich hassen, wenn die gegen so einen Hund gekämpft haben und der hat einfach ein Hund, ja, so einen Tentakel auf deren Brust bekommen, dann waren die fast tot. Die konnten nichts mehr machen, ja, die waren richtig gelähmt. Der hat denen alles ausgesaugt, was sie quasi zu dem gemacht hat, was sie sind oder waren, ja, im Bereich der Magie. Und wir natzen die jetzt hier nebenbei weg, ja, auch mit Guffelgier und so. Na, sichi, das finde ich immer enorm, und das ist eins meiner Lieblingsbeispiele, weil diese Hunde kennt einfach jeder. Die hat jeder irgendwie mal weggehauen, ne? Das ist genauso wie die Geschichte von Illidan und seinen Dämonenjägern, die er ausgebildet hat, ne? Die Story, die wir jetzt hier in der Scherbenwelt erzählt bekommen, das ist ja auch nur die eine Seite der Medaille. Es gab ja einen Grund, über den wir uns vielleicht später nochmal unterhalten. Warum wir Illidan besiegen konnten, ne? Das ist loremäßig verbucht worden, warum wir den so einfach platt machen konnten mit Akama und gegen seine zwei lustigen Feuerelementare. Der war nämlich geschwächt, ne? Und eigentlich war er ja gar nicht so schlimm, vielmehr war er irgendwie auf unserer Seite. Aber wie hat er eigentlich seine Untergebenen auch zu Dämonenjägern gemacht, ne? Der konnte nicht immer dieselben Rituale durchführen wie damals Sageras mit ihm oder die Macht aus dem Schädel des Gul'dan, ne? Die konnte er auch nicht einfach so wieder herbeizaubern. Naja, und er hat die erstmal unterrichtet, so in den Kampfkünsten. Ein bisschen Wahrnehmung, schnell sein, dies, das, kennen wir von unseren Dämonenjägern. Auch als Spieler natürlich, nicht nur aus der Story an sich. Ja, und dann haben die so einen kleinen Pogo-Kreis gemacht. Ja, und einer schön in die Mitte, die anderen drumherum, bisschen blöd aus der Wäsche gucken. Und dann wurde ein Dämon beschworen. Beispielsweise auch so ein Hund. Und vielleicht kennt ihr die Formulierung. Ja, die Dämonenjäger müssen ihren inneren Dämon unter Kontrolle halten. Die Flamme, die in ihnen brennt, füttern und. Ja, die mussten nämlich als Schritt 1 dieser Prüfung diesen beschworenen Dämon besiegen. Und dann mussten sie ihn fressen. Die sind also im wahrsten Sinne Teil von Dämonen. Oder zur Hälfte Dämon, haben einen in sich. Und im Buch selber, jetzt wird es ein bisschen ekelhaft, stellt die Müsli-Schale wieder weg. Und im Buch selber wurde dann auch beschrieben, ist das Illidan-Buch, der Roman, ne, zu empfehlen an dieser Stelle, wie sich das dämonische Fleisch nicht nur sengend und brennend im Mund anfühlt und ne, im Weg zum Magen oder auf dem Weg, sondern das versuchte, oh no, scheiße, Junge, das versuchte sich auch rauszukämpfen. Das dämonische Fleisch war also so dämonisch, so verdorben, dass das selbst verzerrt, so rausgebissen. Also voller Tropfen, da Dämonensotsch, Junge, ekelhaft. Bei ekelhaft, Erdbeerkäse. Hatte ja Zeug versucht rauszukämpfen. Also diese Prüfung war auch nicht vorbei, ja. Oh, als der dann tot war. Nee, die eigentliche Prüfung war dann das Vieh zu essen, Junge. Also, wer Dämonenjäger spielt, ja, oder mal auf deren Sätze geachtet hat, von wegen, was habt ihr geopfert, was habt ihr aufgegeben, ne? Und ihr glaubt, ihr habt hier Prüfungen zu bestehen, ja. Solange wir als Helden von Azeroth nicht so einen Teufelshund aufgefressen haben, ne, können wir da wirklich nicht groß mitreden. Das ist dann mal diese andere Kategorie. Ja, sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, solche Hintergründe alles auch sehr viel später erfahren. Zum Teil im Addon Legion. Ja, haben wir viele von diesen Hintergründen erklärt bekommen. Dann in diesem Roman, dann ein bisschen was über die Chroniken. Das sind ja so die Lore-Zusammenfassungen. Ja, die der Spawn wieder Enzyklopädien von WoW, könnte man sagen. Dachte, wir haben mal 4. Nö, der hat einfach keinen gedroppt, der miese Pisser. Ich raste aus. Und da haben wir dann diese Hintergründe erfahren. Ja, konnten ja als Dämonenjäger dann selber versuchen, Illidan noch zu retten. Kam dann aber auch erst an, als Maiev und Co. ihn schon gefangen nahmen. Wurden dann selber gefangen genommen. Dann hat die Legion angegriffen, ne? Und. Also, ach, das war auch zum Verrücktwerden, so diese ganzen Zusammenhänge, Leute. Der Wahnsinn. Und der kriegt jetzt, glaube ich, auch einen Schattenbrand, bevor uns der Hundi hier zerfleischt. Ne? Sonst kriegen wir auch gleich so einen Tentakel hier auf die Brust und dann ist Feierabend. Oh, Seelendieb, der ist so low, das hat eben schön gekrittet. Na komm, willst du mich verarschen jetzt mit den letzten Prozenten da? Ja, dankeschön, ich bitte aber darum, da kommt die nächste Patrouille. Oh nee, wieso, Freunde, ich hab doch den Teufelsherrscher überlebt. Jetzt mach mich nicht schwach hier, komm. Wir ziehen den noch so ein bisschen hier rüber. Dann gibt's mal so einen Feuerbrand, dass wir wenigstens ein bisschen Dodge-Schaden noch bekommen, wenn wir hier schon rumhüpfen. Und dann wette ich, der hat unseren letzten Runenstein, den wir brauchen.
Der hat 1000%ig unseren letzten Runenstein und es wird leider nicht so einfach, da jetzt ranzukommen. Und der fucking Schmuck, der so ein bisschen Gesundheit wiederherstellt, ne? Oh, shit. Der hat auch stundenlang Abklingzeit. Wanli, da musst du jetzt ran. Der hat echt den Stein gedroppt. Ich raste komplett aus. Jo, was sollen wir machen? Wir versuchen's, Leute. Let's go. Die ist Level 62. Oh, shit. Und ich bin schon oben, Junge. Kacke. Oh, das wird ganz schlimm jetzt. Das wird ganz schlimm. Aber vielleicht hält Wanli das aus. Und vielleicht können wir so ein bisschen fett reinkritten. Das wäre jetzt natürlich maximale Ehre, aber das sieht sehr schlecht aus. Nee. Ich glaube, wir flitzen. Aber warum hat denn der sich jetzt umgedreht? Oh, nee, Junge. Oh, nee. Oh, nee, Junge, wieso? Vor allem, er war noch da. Hä, Wanli hat noch gelebt? Wieso habe ich denn jetzt beim Wegrennen dann die Aggro gezogen? Oh, Boys, ich kann es nicht erwarten, Level fucking 60 zu werden. Das ist ja unglaublich. Nicht so, so, Freunde. Wir sind ja auch nicht bei Wünsch dir was, ne? Das ganze Leben ist ein Quiz. Und wir sind nur die Kandidaten. Da hatte ich auch mal so einen witzigen Vergleich, wo wir so eine ähnliche Diskussion geführt haben, wo dann auch eine Heilerin meinte, naja, in Classic, du, ich finde das schon schwerer als im Retail, ne? Weil ich musste als Heiler schon auf meinen Mana aufpassen, ja? Und dann kam raus, naja, die hat halt nie einen M-Plus-Dungeon gemacht, auch nie einen Raid außer LFR, ne? Schon kann natürlich so eine subjektiv verzerrte Wahrnehmung dann auch entstehen, ne? Wenn du natürlich die andere Version auch gar nicht zu Genüge gespielt hast, so diese Vergleiche gar nicht treffen kannst, ja, dann ist natürlich klar, ne? Dass das sowieso anders gesehen wird und dass dann die Diskussion auch ein bisschen hitziger wird, weil du kennst es ja nur so. Dann kannst du diesen anderen Blickwinkel ja gar nicht mit beleuchten, ist klar. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, aber pass auf, Mana-Management, da ist ja klar, dass du das beachten musst. Ne? Aber in den neueren Versionen musst du dann die Affixe noch spielen. Du musst deine Paktfähigkeit mit reinbringen. Du musst C10, du musst im Idealfall noch Schaden machen, auch als Heiler. Ja, du musst sowieso vielleicht noch den Engage auch hinlegen. Du musst bereit sein, irgendwas zu skippen mit einem Trank oder als Dudu hier in deiner Katzenform. Du musst Sachen aus irgendwelchen Voids rauskicken, ja. Sachen im Sinne von Gegnern, weil die Voids sie sonst heilen würden. Oder. Ja, und so viel mehr als eben nur Mana-Management. Und dann sagte sie am Ende, ja, okay, habe ich so gar nicht gesehen. Und ich bin in der Hinsicht sehr gespannt, ob ich bei dem, was ich eben wiedergegeben habe, im Rahmen unseres Let's Plays bleiben werde. Oder ob ich dann irgendwann sage, ja, habt ihr das jetzt gesehen hier, der Kollege? Gucke, Level 62, boom, Feierabend, ne? Gier, Alter, fertig. Und schon hast du gar kein Problem damit. Oder ob ich meine Ansicht auch ändern werde, ne? Ich bin da relativ offen für, aber hab das schon mehrmals in der Vergangenheit probiert und bin dann immer wieder bei diesem Ergebnis gelandet. Deswegen mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt. Aber ich bin halt auch der Meinung, es will sich gar nicht entwickeln. Muss sich auch gar nicht entwickeln. Es ist halt so. Und der eine hat halt Spaß daran und der andere eben daran. Und dann ist das ja okay. Ne? Das ist das Gefährliche bei diesen Diskussionen. Und im letzten Part haben wir ja auch gesagt, am besten wäre es, wenn die gar nicht immer entstehen würden. Aber irgendwer fängt immer an. Manchmal bin ich selber, wenn ich an die Diskussion aus alten Tagen denke. Ja. Und tja, dann guckst du halt in die Röhre. Ab einem gewissen Punkt. Oder bist dann dabei, den anderen, mit dem du gerade gesprochen und diskutiert hast, so mit fast schon religiösem Fanatismus davon überzeugen zu wollen, was jetzt einfach, was jetzt schwer ist, ja. Aber am Ende des Tages ist es, scheiß doch drauf und mach, was du willst, ja. Ganz klare Geschichte. Ich würde gern hier noch ein bisschen was freiräumen, aber ob wir in dem Part jetzt alle Runensteine schaffen, schwierig. Sehr schwierig, sehr schwierig. Ich glaube, das machen wir lieber in Ruhe beim nächsten Mal, bevor ich jetzt hier mies overextende. Oder wieder von der Patrouille kalt erwischt werde, weil ich sie im Laberflow einfach vergesse, ne? Dann bin ich auch sehr unglücklich. Deswegen heben wir uns das, glaube ich, auch auf, ja. Ein weiser Freund von mir sagte einst, Classic hat viele Reize, Schwierigkeit ist keiner davon. Es sei denn natürlich, man macht es sich selber schwer, so wie ich das gerade schön getan habe. Aber wir lernen aus unseren Fehlern und werden beim nächsten Mal die Verstärkung vollends abschneiden. Ich freue mich. Bis dahin, macht es gut. Und Tschüss.